Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Video auf dem Kanal Just in Minecraft. Das erste Video ist ein Infovideo und ich werde euch, wie es der Name vielleicht schon verrät, ein wenig informieren. Zum einen über meine Person, also wer ich bin. Und zum anderen erzähle ich euch über meine Projekte, die ich plane, beziehungsweise was hier so auf dem Kanal kommen wird. Und ja, dann fangen wir direkt mal an. Also ich bin der Justin, bin 14 Jahre alt, gehe auf ein Gymnasium und ich hatte davor schon einen Kanal mit einem Kumpel. Der Kanal hieß Just in Mine, beziehungsweise Just in Minecraft. Wir hatten auch 300 Abonnenten, also 280 Abonnenten hatten wir, also fast 300. Ja, warum ich da jetzt aufgehört habe, beziehungsweise wir beide jetzt da weniger machen, ist, dass er mit einem anderen Kumpel auch nochmal einen Kanal aufmachen will. Und dann dachte ich mir, ja, kann ich ja dann auch nochmal machen, einen neuen Kanal. Und ja, dann werde ich mal gucken, wie es hier so läuft. Den anderen Kanal, den lassen wir natürlich auch noch stehen. Wir werden den jetzt nicht schließen. Wir werden auf jeden Fall in Zukunft noch irgendwas da machen. Was genau, wissen wir noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall ab und zu noch was kommen. Aber hauptsächlich werde ich jetzt die ganzen Videos auf meinem Kanal hier machen. Mein Kumpel, der macht dann eben mit dem, also wie schon gesagt, mit dem anderen Kumpel einen neuen Kanal auf. Da machen die dann irgendwelche, diese Horrorspiele, Slender oder sowas, oder The Hunt oder wie das Spiel heißt. Aber dazu seht ihr oder findet ihr dann Informationen auf unserem Hauptkanal. Ja, so, was ich dann natürlich vorhab, ich werde euch jetzt so ein Projekt erläutern. Auf jeden Fall wird bei mir hauptsächlich Minecraft kommen, das ist auf jeden Fall klar. Ich werde dann eben sowas spielen wie Survival Games, Hunger Games, also allgemein PvP Sachen, One in a Chamber. Ich werde auch auf verschiedenen Servern spielen, also nicht immer auf denselben. Let's Play von Minecraft weiß ich noch nicht, ob ich sowas anfangen werde. Ich finde, alleine ist das sowieso immer scheiße. Ich bin sowieso nicht so ein Typ, der sowas durchhält. Und irgendwann verliere ich auch die Motivation und das ist natürlich kacke. Deswegen bin ich eigentlich für sowas nicht geeignet. Außer man macht das eben zu zwei, zu dritt, zu viert, keine Ahnung wie viele Leute. Mit mehreren Leuten macht das sowieso mehr Spaß. Ja, und dann würde ich mich drauf einlassen, aber sonst alleine eher nicht. Ja, der Upload-Plan, also ich habe mir auf jeden Fall schon mal was überlegt. Denn ich finde, zu einem Kanal gehört auch ein Upload-Plan, der so gut wie es geht eingehalten werden muss. Wie genau der Upload-Plan aussieht, das erfahrt ihr dann später nochmal. Weil ich muss den jetzt ein bisschen optimieren. Ich gehe ja noch zur Schule und deswegen, ich weiß ja nicht, ob wir jetzt irgendwie noch Stundenplanänderungen bekommen. Und deswegen warte ich erstmal noch die nächste Woche ab. Wenn nächste Woche nichts kommt, dann kann ich den auf jeden Fall so fortsetzen, wie ich das oder einführen, wie ich mir das geplant habe. Und ich denke mal, das Hauptsächliche, was ihr sehen wollt, sind die Tutorials. Ich habe nämlich auch auf dem alten Kanal oder auf dem Hauptkanal Mod-Tutorials gemacht. Also ich habe gezeigt, wie man einen eigenen Mod erstellen kann. Das wird hier auch nochmal starten. Diesmal für die 1.6.4. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Also jeder, der Lust hat, kann da wieder reinschauen. Ich fange ganz von vorne an, bringe das dann zu Ende und danach kommt dann ein Forge-Tutorial. Also zeige ich euch, wie man diese Mods mit Forge programmieren kann. Und ja, wird auf jeden Fall super. Und ich möchte mich auch nochmal bei den ganzen Abonnenten bedanken. Ich habe jetzt noch kein Video hochgeladen und ich habe, glaube ich, schon 35 Abonnenten oder so. Finde ich richtig krass von euch. Ich hoffe, ihr bleibt weiter da und ja, guckt einfach meine Videos, das reicht mir schon. Und dann würde ich sagen, bin ich hier raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Morgen kommt das erste Mod-Tutorial-Video. Sonntag, Vormittag, lade ich das hoch. Und dann könnt ihr da mal reinschauen. Also, wie gesagt, ich hoffe bis morgen. Und einen schönen Tag noch. Haut rein, Leute.